Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, was macht man so, wenn man mitten in der Woche nichts zu tun hat? Genau, man geht raus und schaut sich ein bisschen verlassene Orte an. In diesem Video zeigen wir euch ein Werk, wo wir schon viele, viele Male fotografieren waren. Eigentlich eher eine unspektakuläre Geschichte hier, aber ohne Videoaufnahmen war ich da jetzt nicht so ganz zufrieden. Und solange wie das Ganze noch immer nicht in Sanierung ist, dachte ich mir, komm, lass uns einfach hinfahren. Wir gucken uns das Ganze nochmal an und vielleicht finden wir auch was Neues. Und genau das ist auch passiert. Wir haben auch wieder ein paar neue Sachen gefunden. Also auf dem zweiten Blick sieht man immer noch ein bisschen mehr. Ganz kurz mal noch in eigener Sache. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die vielen lieben, netten Kommentare im letzten Video. Und der ein oder andere hatte da auch direkt ein Abonnement abgeschlossen. Hier, das klingt immer so kommerziell, aber das sind wir ja nicht. Also erstmal Dankeschön, dass ihr Teil unserer Community seid. Das ist immer ganz wichtig. Wer das noch nicht ist, der ist wie immer aufgerufen, hier uns zu unterstützen. Wir danken euch richtig doll dafür. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, dann bleibt am besten immer dran. Und das seid ihr am besten, wenn ihr einfach oben die Glocke abonniert und drückt. Und jetzt befassen wir uns mit dem hier schon laufenden Video. Es ist etwas länger geworden. Das war gar nicht so beabsichtigt, aber es war dann kurzerhand so viel zu filmen, dass ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen länger geht. Also lasst uns mal ein bisschen reinschauen, was es hier zu entdecken gibt. Wir hören uns gleich. Viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die Jutespinnerei Trinkner und Würkner. Jutespinnerei, okay, die haben hier Jutesäcke gemacht, ja, und das war hier teilweise auch der Fall. Also man hat hier viele verschiedene Sachen produziert, aber wir fangen am besten einfach mal an mit dem Urschleim. Ursprünglich ist das Ganze nämlich hier von Trinkner und Würkner 1896 errichtet worden und man hat hier tatsächlich neben den erwähnten Säcken Verpackungsmaterialien, Verpackungstextilien hergestellt, aber auch Zelte und Planen. Das Ganze geschah dann bis 1905. Danach erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und man hat dann sein Produktportfolio ein bisschen umgestellt und hat dann vermehrt Hochdruckpressfäden hergestellt. Die Verpackungsmaterialien blieben weiterhin im Bestand. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, was sind denn Hochdruckpressfäden? Wenn man das eingibt, dann kommen so verschiedene Sachen. Wikipedia-Einträge gibt es dazu gar nicht. Schlichtweg sind das einfach mehr oder weniger Filzbänder, könnte man sagen, die extrem strapazierfähig sind. Und damit werden vor allem in der Landwirtschaft Heuballen zusammengehalten, damit die nicht wieder aus ihrer gepressten Form in einem Haufen zusammenfallen oder auseinanderfallen. Ein Jahr später, 1906, passiert dann eine weitere Umwandlung und
Man gliedert sich hier der Weberei in Hamburg an und das Ganze wird dann auch komplett umbenannt. Das heißt, von Tränkner und Würkner ist dann quasi nichts mehr zu hören. Es handelt sich dann hierbei um die Vereinigten Jutespinnereien und Webereien Hamburg AG mit dem Werk Leipzig-Lindenau. Der Standort, den man übrigens damals gewählt hat, um 1900, war sehr förderlich für die Umgebung, denn durch dieses große Werk entstanden dort viele, viele weitere kleine Betriebe, die dann auch zugearbeitet haben. Es entstanden Gießereien und so weiter, die heute alle dort nicht mehr sind. Das Viel ist schon weggerissen worden. Das Viertel lebte dort auf jeden Fall auf und es schuf auch Arbeitsplätze für die arbeitende Bevölkerung. Der Volksmund nannte dieses Werk übrigens die Spinne. Viele, die dort in der Umgebung wohnten, waren hier arbeiten und das taten sie bis zum Zweiten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch, denn das Werk ging fast unbeschadet durch die Kriegszeiten hinweg. Und danach erfolgte natürlich die Verstaatlichung durch die frühe DDR damals noch. Und ab 1952 wurde das Ganze dann komplett umgewandelt und bekam auch einen neuen Namen. So hieß das Werk ab dieser Zeit, ab 1952, VEB Texafol Leipzig. Und Texafol, da habe ich mich ein paar Mal gefragt, was heißt das eigentlich? Aber wenn man ein bisschen die Gedanken zusammennimmt, dann kommt man schnell darauf, dass es nichts weiter als die Abkürzung aus Textilien aus Folie heißt. Und das Ganze war wiederum einem weiteren Kombinat untergegliedert. Und zwar unterstand das Ganze dem VEB Kombinat Technische Textilien in Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz. Neben einigen wenigen Veränderungen auf diesem Werk oder auf dem Werksgelände blieb die hauptsächliche Anlage eigentlich unmodernisiert bis weit in die 80er Jahre. Man hat ja also kaum Kohle ausgegeben, um hier wirklich das Werk zeitgemäß produzieren zu lassen. Man hat sich wieder auf diesen Lorbeeren der eigentlichen Errichter ausgeruht. Zwar gab es hier und da mal noch ein paar neue Utensilien, aber das war eher weniger der Fall. Während dieser VEB-Zeit hatte man dann 1968 wieder das Ganze umbenannt. Das ist ja typisch für DDR. Anstatt ein bisschen das Werk zu modernisieren, hat man eher dafür gesorgt, dass man ständig irgendwelche neuen Untergliederungen schafft. Fürchterlich, wie ich finde. Auf jeden Fall lief das Werk dann ab 1968 unter dem VEB Jutespinnerei und Weberei Leipzig weiter und unterstand dann den Vereinigten Volkseigenen Betrieben Bastfaser. 1970 erlöscht dann die Rechtsfähigkeit des volkseigenen Betriebs durch Eingliederung in den volkseigenen Betrieb und Kombinat Textile und Verpackungsmittel in Weida. So lief das Ganze dann noch bis ins Jahr 1991. Dann erfolgte ja die Rückumwandlung in eine GmbH bzw. in eine private Firma. Dann hieß das Ganze Texafol Leipzig GmbH, produziert wurde nach wie vor dasselbe, denn die Maschinen gaben auch nicht mehr her. Und so hatte man auch da gar keine andere Wahl, als immer noch das gleiche zu produzieren. Geld war ja sowieso nicht vorhanden in dieser Zeit. Schon im Februar 1993 erfolgte dann die Auflösung und Liquidation. Man hatte dann hier entsprechend auch dann das Werk geschlossen, leider. So, dann gibt es noch einen letzten Eintrag zur Firmengeschichte und zwar schlichtweg einfach die Auflösung des Ganzen und das geschah dann 5 Jahre später, 1998, durch die Verschmelzung mit der PTC Geschäftsführungs- und Verwaltungs GmbH, die dann die ganze Geschichte im Handelsregister löschen ließ und so ist das Ganze nach 102 Jahren dann schlichtweg Geschichte gewesen.
Die letzten Worte von mir sind jetzt zum Zustand der Anlage und was wir gefunden haben. Die Anlage ist eine reine Graffiti-Wüste. Wir hatten mal wieder Glück und Pech. Das Wetter spielte an sich ganz gut mit. Es war sehr, sehr nass, leicht regnerisch, wobei es draußen gar nicht regnete, aber die vielen, vielen Pfützen auf dem Dach sorgten dafür, dass einfach die ganze Zeit sich das wie Regen in den großen Hallen anfühlte. Die Anlage besteht aus vielen, vielen kleineren Hallen, die alle so und so miteinander verbunden sind. Zwischendurch gibt es mal noch ein paar Reste von alten Wagen und ansonsten ist aber nicht viel zu finden. Manchmal die Reste von ein paar alten Lüftungsanlagen. Und wir hatten auch im Keller einen Raum entdeckt, wo zwei alte Tresore drinne standen. Leider konnten wir diese videografisch nicht festhalten, weil wir einfach den Raum nicht nochmal gefunden haben. Somit blende ich euch jetzt hier bloß ein, zwei Bilder ein von diesen Tresoren. Die waren eigentlich sehr interessant, die wollte ich auch unbedingt nochmal filmen, aber wir haben sie leider nicht gefunden. Ansonsten, der Zustand ist recht mitgenommen. Man versucht ja seit Jahren, dieses Gelände irgendwie wieder unter den Hut zu bekommen. Zwischendurch hatte man hier verschiedene Konzepte ausgegraben, die auch in die mehreren Millionen gehen. Ein Teil der Anlage ist ja heute schon wieder denkmalgerecht saniert. Hier nutzen ein oder zwei Firmen die Anlage im hinteren Teil. Allerdings ist das Ganze auch schon wieder abgegrenzt und somit verfällt der größere Teil dieses Werkes nach wie vor. Übrigens auf einer Fläche von mehr als 3 Hektar und das ist schon ordentlich. Immer wieder kam es in den Kelleranlagen zu Partys und man hatte sich hier richtig eingerichtet mit Toiletten und verschiedenen Dancefloors und so weiter und so fort. Die Polizei rückte hier mehrfach an und hat die Anlage komplett beräumen lassen. Was nun hier aus dieser Firma schlussendlich gemacht wird, werden wir hoffentlich bald sehen, denn das Werk verfällt immer mehr. Gerade durch so Regengeschichten fällt das einem richtig auf, denn es sieht aus, als wären wir im puren Regen hier unterwegs gewesen. Allerdings regnete es draußen überhaupt gar nicht, denn die Pfützen auf dem Dach sorgten einfach hier für dauerhafte Regenkulisse. Drinnen sah es ja ebenfalls aus, wie als wäre hier Monsun gewesen. Und somit hoffen wir, dass sich hier hoffentlich bald etwas bewegt. Wir hatten ja schon mal die Vermutung, dadurch, dass viel freigeschnitten wurde, endlich was passiert, aber leider ist das nicht der Fall gewesen. Ich verabschiede mich jetzt von euch, blende euch in diesem Video ausnahmsweise keine Bilder im Nachgang ein, denn sonst würde das einfach den zeitlichen Rahmen sprengen. Hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht den Like-Button und wenn ihr Lust habt, weitere Videos von uns zu sehen, dann abonniert uns doch gerne. Ihr supportet uns damit. Vielen Dank an euch da draußen. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und ciao.